unsere Küche ist eigentlich eine sehr einfache Küche. Recht viel von der Region und die Saisonalität ist eigentlich das A und O, was wir auch für richtig halten. Und ich glaube, das ist kein Trend, sondern der einzige richtige Weg. Der Mammutsberg ist ein Restaurant, das seit über 100 Jahren da ist, im Kanton Thurgau. Mit einem wunderschönen Blick über den Bodensee. Ein Ort, wo man auch ein bisschen länger bleiben kann, wo man übernachten kann und nicht nur einen Abend da ist, um zu essen, sondern auch ein bisschen Zeit zu vergessen und einfach zu genießen. Im Weinkeller Mammutsberg liegen 4000 Flaschen. Der älteste Wein ist ein 61er Cheval Blanc aus dem Bordeaux. Wenn man eine Weinkarte schreibt, muss man erstmal herausfinden, was meisten die Gäste trinken, aber es geht auch darum, zu zeigen, wer bin ich als Sommelier. Unsere Weine liegen im Weinkeller bei 14 Grad und 60% Feuchtigkeit, dunkel und liegend. Danach haben wir einen separaten Kühlschrank für Weißweine und Schaumweine, Champagner, die natürlich bei 8 Grad serviert werden müssen. Ich glaube, die perfekte Kombination zwischen Gericht und Wein ist in meinen Augen Champagner. Ich glaube, so die Frische und die Säure, die wir in den Gerichten haben, macht es gut verträglich durch den ganzen Abend. Und ich finde, das ist eigentlich so ein perfekter Match.